Köln einen Tag später. Anfragen bei den Meldebehörden in Offenbach brachten kein Ergebnis. Meine Suche droht zu scheitern. Akribisch gehe ich deshalb noch einmal die alten Dokumente durch. Habe ich irgendwo etwas übersehen? Um mir zeitliche Abläufe und die verworrene Familiengeschichte noch einmal zu verdeutlichen, fertige ich mir eine Übersicht an. Dabei fällt mir etwas auf, was mir und auch Renate bekannt war, aber dem ich bislang nicht allzu große Bedeutung beigemessen hatte. Also, Renates Vater ist im Krieg verschollen und ist dann 1945 für tot erklärt worden. Und Renate ist zusammen mit ihrer Mama nach Kriegsende nach Bayern geflohen. Und dort ist dann frühestens 1946, vielleicht sogar später, Ewald auf die Welt gekommen. Was bedeutet, dass der Vater von Renate auf keinen Fall der Vater von Ewald sein kann. Ich glaube, ich muss jetzt erst mal rausfinden, wer der leibliche Vater von Ewald ist. Denn es könnte ja sein, dass Ewald dessen Nachnamen angenommen hat. Ich werde zurück nach Landau fahren, denn es kann doch nicht sein, dass ich da gar nichts rausfinden kann. Am nächsten Tag reise ich abermals nach Landau. Ich habe mich bereits angekündigt und wieder einmal habe ich telefonisch Unterstützung zugesagt bekommen. Von Köln aus brauche ich heute über 6 Stunden. Tja, auf ein neues. Hat sich nicht so viel verändert in Landau. Im Standesamt werde ich diesmal von einer Frau Kalteis erwartet. Hallo. Sind Sie Frau Kalteis? Ja. Ah, hallo. Grüße Sie. Das ist aber nett, dass Sie sich jetzt auch noch mal Zeit nehmen. Kein Problem. War ja, wie ich Ihnen am Telefon gesagt habe, bei Ihrem Kollegen schon mal. Beim Herrn Wolfers wieder. Genau. Ich beschreibe, was mir aufgefallen war. Renates Bruder muss unehelich geboren worden sein und einen anderen Vater haben als seine Schwester. Könnte er demnach auch einen anderen Nachnamen tragen? Okay, aber das ändert die Sachlage, wenn das nämlich ein uneheliches Kind war. Ja. Die haben zu der Zeit, haben uneheliche Kinder den Geburtsnamen der Mutter bekommen. Haben Sie denn vielleicht den Geburtsnamen der Mutter? Den hab ich. Die heißt Ruth Kluge. Den Geburtsnamen der Mutter habe ich. Der Mutter ist Kluge? Ja. Ja, da müssen wir noch mal neu recherchieren. Und können Sie da jetzt noch mal suchen? Müssen wir jetzt noch mal von vorne beginnen. Mhm. Tatsächlich. Frau Kalteis, also ich habe jetzt eigentlich nichts anderes mehr. Also Sie sind jetzt so die allerletzte Hoffnung. Okay. Ich würde jetzt ungern wieder wegfahren. Ich werde jetzt einfach erst mal hier warten. Also hier im Ort irgendwo. Wir machen das jetzt so, ich tue mein Bestes, ja. Setz alle Hebel in Bewegung und würde mich dann bei Ihnen telefonisch melden. Alles klar, dann sitze ich quasi auf dem Telefon. Ich weiß, jetzt habe ich so viel Druck gemacht, aber Sie sind mein letzter Rettungsanker. Ich mache mich an die Arbeit. Dankeschön. Bitte bis dann. Gell? Bis dann. Dass ein uneheliches Kind in der Nachkriegszeit, anders als heute, den Mädchennamen der Mutter bekam, hatte ich nicht geahnt. Frau Kalteis muss jetzt nicht nach Ewald Goletz, sondern nach Ewald Kluge recherchieren. Und ich muss mich nebenan in einem Café in Geduld üben. Hier, aber mein Horoskop ist doch mal ganz interessant. Keine Lust auf Überstunden, Disziplin wird mit viel Anerkennung belohnt. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. Ich warte weiter. Mehrere Stunden vergehen und nichts passiert. Ist ein Ergebnis noch am selben Tag zu erwarten? Dann schließlich bekomme ich doch noch endlich den lang ersehnten Anruf aus dem Standesamt. Oh, Telefon. Hallo, Leischig? Ja? Alles klar, ich komme sofort rüber, ich bin um die Ecke. Okay, bis gleich, Frau Kalteis. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob Frau Kalteis tatsächlich etwas zu Renates Bruder finden konnte. Da bin ich schon. Hallo. Frau Leischig, ich bin tatsächlich fündig geworden. Kommen wirklich? Sie gerne mal rüber zu Darf mir. Ich? Mhm. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe einen Kluge, aber einen Hans-Udo Kluge gefunden. Hans-Udo, ist alles in Altdeutsch. Geboren 15. Januar 1949. Also von der Zeit her wird es passen. Passt das und ja. Die Mutter passt auch. Ja, ich weiß
ganz sicher, dass sie keine weiteren Geschwister gehabt hat. Aber das verwirrt mich jetzt, weil der Rest passt ja. Das muss der eigentlich sein. Hier steht ja auch noch mal einiges, aber das alles in Altdeutsch. Frau Kaldeis, dürfte ich mir vielleicht eine Kopie oder so davon machen? Ich habe Ihnen schon eine Kopie vorbereitet. Ach, das ist ja toll. Bitte wunderbar, schön. Jetzt haben Sie so viel Arbeit gehabt, das ist schon spät. Sie hätten eigentlich schon zu, gell? Kein Problem, das mache ich gerne. Ich hoffe, Sie sind erfolgreich. Ich hoffe es auch. Vielen herzlichen Dank. Gerne, sehr gerne. Grüßen Sie Ihren lieben Kollegen und richtig drücken aus. Sie die Daumen. Mach ich, toll, danke. Bitte, tschüss. Ist mir mit diesem Dokument nun endlich der Durchbruch gelungen? Also, hier so ein bisschen, das kann ich ja noch einigermaßen lesen. Aber das ist alles in Altdeutsch hier, diese ganzen Bemerkungen. Sieht kompliziert aus. Ich habe ein Problem. Die Ergänzungen am Rand des Auszugs aus dem Geburtenregister sind in Sütterlin handschriftlich verfasst und schwer lesbar. Doch spontan ist mir eine praktische Lösung eingefallen. Da ich ja hier in meiner alten Heimat bin, habe ich Kontakt zu meiner alten Schule aufgenommen und habe mal angefragt, ob es vielleicht Lehrer gibt, die mir da weiterhelfen könnten. Und die haben sich sofort bereit erklärt und haben gesagt, ich soll vorbeikommen. Und da fahre ich gerade hin, nach Cham. Nur eine knappe Stunde von Landau entfernt liegt Cham. Die Kreisstadt, in der ich aufgewachsen bin, liegt in der Oberpfalz, unweit der Grenze zu Tschechien und hat gut 16.000 Einwohner. Das Robert-Schumann-Gymnasium im Zentrum. Hier habe ich vor 25 Jahren Abitur gemacht. Da heute Abiturprüfungen stattfinden, ist die Schule auch noch bis in den Abend geöffnet. Also wenn es noch so ist wie früher, dann ist da drüber das Sekretariat. Aquarium hatten wir früher noch nicht. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir hatten telefoniert. Sind Sie die Frau Stahl? Hallo, Julia Leischig. Frau Stahl, wer könnte mir denn weiterhelfen, was Altdeutsches zu übersetzen? Ich habe mir gedacht, wenn ich wo Hilfe kriege, dann an meiner alten Schule. Der Herr Habel, ja, das ist der Schulleiter. Ist der Herr Habel jetzt da? Momentan ist er in den Abiturprüfungen. Okay. In 20 Minuten ungefähr wäre er da und dann wäre er in seinem Büro. Alles klar, ich kenne mich ja nur aus hier. Gut. Gell? Alles klar, dann vielen Dank. Danke auch. Ich überbrücke die Wartezeit mit einem kleinen Rundgang durch meine alte Schule und dabei werden Erinnerungen wach. Oh, ich guck mal, vielleicht hängen hier noch alte Fotos. Abi 2003, 2004. Nee. Ich bin Abi 91. Das ist schon ganz schön lang her. Aber den Lehrer kenne ich noch. Ich glaube, das ist der Herr Becker. Ich glaube, das war mein Deutschlehrer. Das war mein Lieblingslehrer. So, jetzt müsste er da sein, glaube ich. Das war immer hier hinten. Der Direktor. Ist immer noch so. Herr Habel? Hallo! Es ist schön, Sie zu sehen. Frau Stahl hat mir schon gesagt, dass Sie im Haus sind. Oh, wir kennen uns aber auch noch. Wir kennen uns noch aus Kamer Zeiten. Aber Sie waren nie mein Lehrer. Nein, das nicht. Nein, Ihre Schwester hatte ich, aber Sie mich haben nicht. Das Glück gehabt. Na, das will ich nicht sagen. Aber das ist aber nett, dass Sie mir helfen wollen. Ja, ich habe Ihre Sendung schon ab und an gesehen und bin jedes Mal gerührt, wenn dann was funktioniert. Vielleicht können wir ein bisschen helfen. Ah, oh, das ist das, toll. Was funktioniert. Ich wusste, dass ich hier richtig bin. Sehr erfreut. Alles klar. Nehmen Sie bitte Platz. Jawohl, danke. Der Schulleiter, Herr Habel, entziffert gemeinsam mit mir die alte Geburtsurkunde. Obwohl der Junge hier unter dem Namen Hans Udo geführt wird, kann es sich nur um Renates Bruder handeln. Dafür sprechen das Geburtsjahr 1949 und die Tatsache, dass er 1954 von einer Familie Meier adoptiert wurde. Aber Herr Habel kann noch eine weitere, für die Suche ganz entscheidende Passage in dem Dokument finden. Der Vorname des Kindes mit Wirkung vom 23. November ist in Hugo Peter Sebastian geändert worden. Und der Peter ist unterstrichen, scheint der Rufname zu sein. Das wäre jetzt das, was aus diesen Randzeilen hervorgeht. Ja, das ist ja aber entscheidend, weil da hat sich ja für meine Suche der komplette Name, und zwar Vorname und Nachname, geändert. Völlig neue Herausforderung. Ursprünglich habe ich mal nach einem Ewald Goletz gesucht. Ja.
Also das Einzige, was ich noch gut selber lesen konnte, das steht hier unten. Das ist die Eheschließung des Kindes am 20. Juni 1975 im Standesamt Frankenberg-Eder. Mhm. Das bedeutet für mich jetzt, ich suche nach Peter Meyer, der in Frankenberg geheiratet hat. Neue Spur? Ganz neue Spur. Und mit Ihrer Hilfe, Sie haben mir so sehr weitergeholfen. Das freut mich. Herr Habel, das hat sich, danke schön, es hat sich richtig gelohnt, in die Heimat zu kommen. Heimat ist immer gut. Absolut. Und ich habe eine ganz heiße Spur. Einige Tage später. Ich treffe mich erneut mit Renate. Ob ihr seit über 60 Jahren verschwundener Bruder gefunden werden konnte, weiß Renate natürlich nicht. Hallo. Hallo, Renate. Hallo. Hallo, Julia, grüß dich. Ja? Oh, schön, dich wiederzusehen. Wie geht's dir denn? Gut. Ja, ein bisschen aufgeregt. Verstehe ich. Dann komm mal mit. Alles klar. Renate, ich habe dich heute zu mir eingeladen, weil ich dir was sagen muss. Mhm. Ich habe nach deinem Bruder recherchiert. Das war sehr kompliziert. Und ich habe auch bei der Recherche herausgefunden, dass es da wahrscheinlich einige Namensänderungen gegeben hat. Und dann bin ich auf jemanden gestoßen, der dein Bruder sein könnte. Das würde dann bedeuten, dass er heute Peter Meyer heißt. Ich habe dann gehört, dass dieser Peter Meyer in Frankenberg leben soll. Und da bin ich hingefahren. Und das möchte ich dir gern zeigen. Guck mal. So, wenn jetzt alles gut läuft, dann wohnt hier Renates Bruder. Ist mein Name. Hallo. Ja, hi. Hallo. Meier, ist das hier richtig? Ja. Ich suche den Herrn Peter Meier. Der wohnt hier, ja. Ist der da? Kann ich dem mal sprechen? Der ist unten im Garten, in der Gartenlaube. Ich weiß nicht, was er da macht, aber. Okay. Ist überhaupt nichts Schlimmes? Worum geht's denn? Sind Sie die Tochter? Ich bin die Tochter. Alles klar, ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich würde erst vielleicht gern mit ihm reden. Ja. Ja. Das heißt, hier raus wieder, oder was? Einfach raus und dann links hinterm Hof. Da ist er? Genau. Alles klar. Ja. Keine Sorgen machen. Okay. Ich verspreche es. Ja, alles klar. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. So. Muss jetzt irgendwo da hinten um die Ecke sein. Keinen Schreck kriegen. Hallo. Hallo. Sind Sie Herr Meier? Ja, Peter Hallo. Meier. Hallo. Julia Leischig. Peter Meier? Peter Meier, ja. Hallo. Ich bin schon ganz lang auf der Suche nach Ihnen. Darf ich Sie fragen, ob Sie wissen, dass Sie adoptiert sind? Das weiß ich, ja. Ja? Ja. Es gibt was, was ich Ihnen gern sagen würde. Was Persönliches, nichts Schlimmes. Nee, das ist gut. Ja. Wenn es was Schönes ist, ist es immer gut. Ja, also ich hab's jetzt hier so überfallen, Entschuldigung. Ja, ja. Meinen Sie, wir könnten uns zusammensetzen? Ja, klar, beide? Kein Problem. Ja. Ja? Sollen wir vielleicht nach drin gehen? Ist vielleicht ein bisschen. Ja, klar. Ist sicher. Das in Ordnung? Ja, sicher. Ich mach nur schnell hier weiter. Kurz Schritt, ne? Okay. Ich bin gleich fertig. Ich hab ihn gefunden. Ja. Ich habe deinen Bruder gefunden. Das gibt's überhaupt nicht. Ich freue mich. Danke. Ich habe dann mit ihm gesprochen und das würde ich dir gern zeigen. Ja. Guck mal. Mhm. Peter, deine leibliche Schwester ist auf der Suche nach dir. Mhm. Was sagst du dazu, wenn du das hörst? Ich freue mich natürlich sehr. Ich wusste ja, dass ich eine Schwester habe. Du wusstest, dass es eine große Schwester gibt? Ja, ja, das wusste ich.
Deine Schwester hat gesagt, sie hat ganz, ganz große Angst, dass du mit ihr gar nichts zu tun haben willst. Nein, um Gottes Willen, ich freue mich riesig. Schön. Das heißt, sie hat den richtigen Schritt gemacht? Ja, auf jeden Fall. Peter, hast du noch Erinnerungen an deine Schwester? Ich habe noch Erinnerungen. Es war jemand immer da, der war sehr lieb zu mir und freundlich. Aber genau weiß ich es nicht mehr. Wie bist du aufgewachsen? Die Familie hieß Meier, Hugo Meier und Friedel Meier. Und meine Mutter war bis zum Schluss war die immer lieb. Sie hat immer zu mir gehalten. Und mein Vater, das war ein anderes Kaliber. Das war schwer mit ihm, sagen wir so. Bist du schon in dem Bewusstsein groß geworden, dass du adoptiert bist? Das habe ich erfahren, als ich 14 Jahre alt war. Und das hat sich natürlich bei mir eingeprägt. Das muss ja ein Schock gewesen sein. Ja, sicher. Peter, hast du dir denn früher mal Geschwister gewünscht als Kind? Ja, ich hätte es gerne gehabt, einen Bruder oder eine Schwester, auf jeden Fall. Eins kann ich dir jedenfalls schon mal ganz sicher sagen. Für deine Schwester war das das Schrecklichste, was passiert ist, dass du weggekommen bist. Für die warst du ihr größtes Glück in ihrer Kindheit. Ah. Die hat alles für dich gemacht. Die hat dich gefüttert, gewickelt. Also so, wie man sich eigentlich eine große Schwester wünscht. Na, ja. Sie ist einmal für 3 Monate zur Kur in die Schweiz geschickt worden. Was sie aber damals nicht wusste, ist, dass das letzte Mal war, dass sie dich gesehen hat. Sie kam nach 3 Monaten zurück und ohne Erklärung ihr gegenüber warst du weggegeben worden. Und für deine große Schwester ist die Welt zusammengebrochen. Ja, das muss ja ziemlich schlimm gewesen sein für meine Schwester. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Wenn man sich das alles so vorstellt, das ist schon nicht einfach. Peter, wie sieht denn dein Leben heute aus? Ich wohne in Frankenberg, bin mit meiner Frau Petra verheiratet, 45 Jahre. Und ich habe 2 Kinder, eine Tochter, Daniela, die ist 40 Jahre alt. Und dann habe ich noch einen Sohn, Thomas, der ist 38 Jahre alt. 40 Jahre war ich Dachdecker, bin jetzt Rentner und fühle mich wohl hier in Frankenberg und ich komme gut über die Runden. Ist deine Schwester in deiner Familie willkommen? Ja, natürlich. Sie gehört ja auch zur Familie. Und meine Familie würde sich dicke freuen, wenn sie kommt. Ich habe hier 2 alte Fotos für dich. Schau mal. Das bist du als Baby mit deiner Mama. Allmächtiger Gott. Aber für die Zeit war ich aber ganz schön stramm. Oh Gott. Und das ist Renate damals gewesen. Ach, ey. Schickes Kleid. Ja, das war damals so. Schön. Ja? Ja, 100%, ja. Gefällt mir. Das ist deine große Schwester. Wie sie jetzt aussieht. Ja, sieht aber nett aus. Sieht richtig freundlich aus. Eine große Schwester, Renate. Tja. Ich denke, wir verstehen uns. Ja. Hallo, Renate. Hier ist dein kleiner Bruder Peter. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gesucht hast. Ich bin jetzt richtig glücklich und freue mich wirklich, wenn ich dich in den Arm nehmen könnte. Ich mich auch. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, wenn ich dich sehen kann. Oh, wie schön. Danke. Nichts zu danken. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bin total überrascht. Ja. Wie sieht's in deinem Herzen aus? Ach, es schlägt und schlägt und schlägt. Ich freue mich einfach. Ich glaube, ihr habt euch unglaublich viel zu erzählen. Ja, jede Menge. Damit solltet ihr so schnell wie möglich anfangen. Ja. Das kannst du jetzt sofort. Was jetzt? Ich habe deinen Bruder mitgebracht. Nein. Vor mehr als 60 Jahren waren Peter und seine Schwester unzertrennlich. Dann wurde Renate, die ihren kleinen Bruder über alles liebte, vor vollendete Tatsachen gestellt, als ihre Mutter den Jungen zur Adoption freigab. Heute können die Geschwister endlich wieder zueinander finden. Renate, nach über 60 Jahren kommt jetzt euer ganz großer Moment. Da um die Ecke wartet dein Bruder auf dich.
Schwesterchen. Prima. Bist du zufrieden? Ich auch, ja. Ich auch. Ich bin nicht mehr her, dass das klar ist. Herrlich. Und dann gibt es noch eine Überraschung für Renate. Hallo, ich freue mich. Peter hat seine ganze Familie mitgebracht. So noch, so eine hübsche auch noch hier, so eine hübsche Familie. Ich lasse euch nicht mehr los. Nein, nee. Alles gut. Ihr beiden. Ich freue mich ganz doll für euch. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Ja? Vielen, vielen Dank. Nichts zu danken. Alles Gute. Okay. Ja, danke. Für Renate und Peter ist gerade ein Traum in Erfüllung gegangen. Dass sich beide noch einmal finden können, hat niemand mehr geglaubt. Wenn auch Renate die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Denn die Liebe zu ihrem kleinen Bruder ist niemals erloschen.